Und damit ein herzliches Willkommen unter Lothar und Wettepart. Da, wo es The Force Unleashed. Ja, ein Schrecknisläufer. Ja, schön. Zum Glück werden die Gegner immer größer, hässlicher und stärker, wohlgemerkt. So, als hätten wir nicht schon genug Probleme mit den Standardgegnern. So, okay, was macht er jetzt? Das macht er diesen Sprint wieder. Okay, der ist fies. Was sollen wir eigentlich gegen das Ding machen? Also, okay, er hat ein Schild, mit dem wir ihn nicht angreifen können. Das ist schon mal sehr gut. Dann schauen wir mal. Okay, wir müssen irgendwas mit den Dinger machen und hoffen, dass uns das Ding nicht in der Zeit angreift. Also, Leute, was ist beim letzten Mal passiert? Wir sind hier hingekommen, um Juno zu finden, ne? Auf diese schöne Rebellenbasis. Doch, die Imperialen haben wieder angegriffen und Boba Fett höchstpersönlich hat Juno entführt. Wir müssen nun versuchen, sie hier zu retten. Obwohl, na, das könnte eher schwer werden, weil sie ja schon weg ist. Aber wir müssen es nun... Okay, der noch. Ich hoffe, es ist nur noch der. Oh-oh, oh-oh. Aua. Du kannst mit diesen Klonen einen elektromagnetischen Impuls erzeugen. Ich versuche mein Bestes. Und zumindest er hat hier Juno entführt. Wir müssen nun zurück nach Kamino. Dort, wo hier das Spiel auch schön begonnen hat. Und Juno hoffentlich retten. Ob das leicht wird? Ich bezweifle es. So. Und das Schild ist weg, oder? Aua. So, okay. What the? Das war eine miese Attacke. Das war eine richtig miese Attacke. So. Das Blöde ist, diese Blitze machen so wenig Schaden. Okay, komm, 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 komm. So, jetzt springen wir los hier. Komm, Starkiller, mach deine Moves. Und Leute, leg los. Zack. Und gleich nochmal und... Oh, Leute, die Hälfte des Lebens abgezogen. Was ist, was ist, was ist, was ist, was ist, was ist? Ich habe mir jetzt nicht gerade zugehört. Tut mir leid. Ach ja, jetzt kommen auch noch die wieder. Ja, super. Oh mein Gott, was macht er jetzt? Ich hoffe, er sieht mich nicht. Ah, ja, geil. So kann man sich auch selbst töten. Sehr schön. Super Aktion. Maxi, versteck dich schön hinter den... explosiven Fässern. Super Idee. So, ich muss jetzt... Also Leute, jetzt reicht's auch gerade hier mal. So. Gerade sind diese blöden Spinnen das Problem. Diese Minispinnen, so. Ich bin dabei, Ramcoater. Das nächste Mal kämpfst du und ich schau dir zu, okay? Mach mal so, super Plan. Okay, Sicherung wieder drinnen. So. Oh oh. Das war knapp. Jetzt macht er wieder den hässlichen Sprint hier. Was ist denn das? Was ist immer die... Ach, das ist... Ja, geil. Ach, Leute, der hat immer lustigere Attacken drauf. Aber egal. So. An dem Schild kommst du nicht vorbei. Reg den nicht auf, ich bin dabei. Wenn ich mal nicht von Spinnen angehüpft werden würde. Komm. Schockt das? Okay, sehr gut. Sehr gut. Läuft der hinter uns her? Nein, er macht den Sprint. Okay, immerhin kann das Viech nicht laufen. Sondern nur, hier, wenn es einen Sprint macht, dann ist es super schnell. Und genau das wollte ich... Ach, ich wusste, dass das passieren wird. So, komm. Zack. Und weghüpfen. So. Jetzt haben wir da noch Sicherungen. Ja, klar. Jetzt spawnen die Spinnen hier schon aus dem Nichts hinaus. So, diese Schockwelle nervt mich gerade von allen Attacken, die hier sind, am meisten. Oh oh. Das hat wehgetan. Komm, komm. Schock das und das soll jetzt erreichen, oder? Okay. Boom! Schöner Impuls. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Okay. Jetzt nochmal hier alles drauf an. Komm schon. Okay. So, zack. Und bricht er zusammen. Ja, und jetzt, Leute. Ach, verdammt, wir haben unsere Superanzeige nicht voll. Das ist sehr ärgerlich. Hör jetzt nicht auf, du hast es
Ja, ich gebe dir auf. Ich mach dieses eklige Drecksvieh platt. Und komm weiter. Zack. Immer weiter. Komm, er hat nur noch ganz wenig Leben. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ja! Nein! Ja, doch! Nein! Komm! Nein! Nein, du lebst jetzt nicht mehr. Du hast kein Leben mehr. Du musst tot sein. Das kann ja nicht sein. Und jetzt. Wenn ich mal sehen würde, was passieren würde und nicht die ganze Zeit. Komm, mein Fertig-Sackler! Wie geil! Komm, komm! Was macht er jetzt? Raketen! Okay. Also richtig offensiv fühle ich mich so nicht, aber... Mach mit ihm einen Spaziergang. Irgendwie treffe ich gar nichts. Aber egal. Das ist... Oh, was will ich haben? Okay. Sehr geil, Leute. Sind wir hier beim Rodeo, oder? Und jetzt komm. Zack, komm, mach den Laser. Yes, Leute. Das ist geil. Das ist super. Und nochmal Laser hier. Ja, das ist unser Baby. Also eigentlich sind wir gerade ganz sympathisch geworden. So, ich sehe nur leider keine Gegner mehr. Wollen noch ein paar? Haben ein paar noch nicht genug? Bam! Ist das awesome? Ist das awesome? Stehen geblieben, komm, sei ein guter Junge. Mach mit ihm einen Spaziergang. Sehr geil. Komm, komm. Sind da immer noch Gegner? Da kommen sie ja. Süß. Leute, das ist geil. Er steuert sich zwar unglaublich schwammig und deswegen treffe ich auch nichts, aber es ist geil, Leute. Es ist echt geil. So. Kommt. Nein, 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 nein. Guter Junge. Guter Junge. Leute, ich glaube, der riesige Spinnroboter ist besiegt. Aber er hat mir noch einen schönen letzten Ritt hier beschert. Und dafür bedanke ich mich. So. Und er dient unsere Geisttreppe, Leute. Awesome. Richtig awesome. Hat mir sehr gut gefallen. So, leider haben wir aber keine Zeit, uns hier zu freuen über das, was wir hier geleistet haben. Sondern wir müssen ja schon wieder Juno retten hier. So, wir upgraden. Ich tue lieber den Blitz upgraden. Das ist eigentlich so... Das Wichtigste. So. Wir nähern uns Camino. Alle Schiffe Energie auf die Frontdeflektorschilde. Kannst du mich hören? Bist du da? Wie ist die Lage, General? Das Imperium hat uns erwartet, Stark. Wir müssen die Y-Wing starten oder das wird ein kurzer Kampf. Räum das Deck frei, Starkiller. Wir müssen unsere Schiffe rausbringen. Ich kümmere mich um sie, General. Okay. Eine Armee von Klontroopern und hier so Sith-Kriegern. Das ist, denke ich, eine leichte Aufwärmübung für uns und ich schätze mal auch eine Übung, die wir brauchen, denn ich denke, es wird da noch einiges Schwereres kommen als die hier. So, okay, da hinten ist noch einer. So. Okay. Oh nein, da kommt der nächste Transporter, oder?
Was kommt da? Bitte keine Roboter. Ey, T-Fighter. Nicht gut. Nicht gut. So, warte mal. Können wir diese Kralle da oben vielleicht vernichten? Das wäre richtig gut, aber ich schätze mal, das wird nicht gehen. Sehr schön. Das war fast gut. So, und jetzt kümmern wir uns gleich um die. Zack. Immer schön gleich um die Großen kümmern. Seht ihr den Kleinen? Der sieht süß aus. Süßer, komm. Hör auf. Bam. Kannst du gern behalten, deine Raketen. Aber wir haben noch ganz schön wenig Leben. Wir müssen uns kurz hier zurückziehen. So, zack, zack. Immer schön ausbrechen. Hoppa. Hört mal ganz kurz auf nachzuspawnen, dankeschön. So, weil dann kann ich mich um den Großen hier. So. Verdammt, was war das? Was war das, was der da abgefeuert hat? Schau dich mal an, wie viel Leben mir das abgezogen hat. Fies. Aber wir kriegen den schon an. Wir kriegen den schon an. Komm. So. Komm, nach oben und zack. Warum machst du eigentlich immer nur einen Punch? Halt. Mach halt deine schönen Kombos. Leute. Das nervt mich gerade. Jetzt. Was? Der hat so ein Abwehrgeschütz. Seht ihr das? Das ist das, was er da rechts hat. Das macht ja so viel Schaden. Das zieht uns ein Drittel des Lebensbalken mit einem Schlag ab. Oh. Ja. Ich hab's gerade gesehen. Es wird ein spannender dadurch. Macht voll viel Spaß, das hier anzuschauen. Voll cool. Haben wir nicht vor 10 Sekunden schon gesehen. So. Diesmal machen wir was anderes. Wir gehen erstmal auf die andere Seite. So. Zack. Das Problem ist, wir müssen uns wirklich ganz zu Anfang hier erstmal um die Standard Trooper kümmern, weil die machen uns Schaden, wenn wir uns auf die Großen konzentrieren. Das ist gar nicht gut. So. Ja, verdammt, jetzt habe ich den schon wieder als erstes getötet. Ja, zeig mir nicht diese unnötigen Cutscenes. Super. Cool. Super, wird immer besser. Ja, klar, jetzt mache ich mir auch die ganze Zeit noch selbst Schaden. Alter, jetzt packe ich mich auch noch fest. So, der war schön. Damit haben wir fast alle von den Troopern getötet. Komm. So, schön. So, wir kümmern uns erst um den Kleinen, weil der Kleine, der könnte auch fies sein, wenn wir da nicht aufpassen. Das Problem ist aber wirklich, dieses Abwehrgeschütz, was der hat. Ich weiß nicht, was das ist, das, was er da rechts hat. Genau das Ding. Und ich kann den nicht nehmen und auch... Komm, nimm's doch, Stark. Warum kann ich das nicht nehmen und wegschleudern? Das wäre voll cool. Okay. So, wenn nicht, gehen wir halt in unser Supermodi und machen die so platt. So. Der hat immer sehr wenig Leben. So, zurück. Und jetzt müssen wir uns um den Großen kümmern. Wartet mal. Ich würde mich gern ein bisschen weiter hinten hinstellen. Im besten Fall... Haut er so eine irgendeine coole Rakete auf uns drauf. Genau deswegen wollte ich das machen. Weil das ist viel ein sicherer Weg, wenn wir das so machen. Da müssen wir gar nicht mehr so offensiv rangehen hier. So, okay. Das bringt nicht viel. Komm. Schleudere irgendwas Cooles auf uns. So. Bam. Ein cooler Move, Leute. Okay. Wie kommen wir jetzt hier runter? Weg? Oder wo auch immer hin? Oh, der nächste. Was kommt da lustig? Ich wette, eins von diesen Spinnenviechern. Zwei kleine. Und das große. Okay. Ich bin dabei. So. Okay, wie machen wir das am besten? Erstmal müssen wir uns um diese blöden Sniper da drüber kümmern. So. Das sollte erstmal hier das Wichtigste sein. So, hier haben wir kurz geschockt. Dann sollten wir hier eigentlich unbehelligt drauf hüpfen können. Sehr gut. So. Hier. Schenke ich dir. Ist hier eigentlich irgendwas Cooles? Oh. Machtskraft-Upgrade. Sehr gut.
Also wenn jetzt ganz langweilig wird, stellen wir uns die ganze Zeit hier oben hin und blitzen und warten ab. Ich glaube, das machen wir sogar. Ah, cool, der schon. Was? Leute, wir haben den einmal geblitzt. Aber der ist jetzt schon tot. Der war definitiv zu leicht. Also hier seine Kick Punches hier. Kick Punch, it's all in your mind. If you wanna test me, do it all right. So aus, wie heißt es nochmal? Parappa Rapper. So, zack. Ah, das ist ein süßes Cutie hier. Immer zack. Also Leute, die Explosionen in dem Spiel sehen schon echt geil aus. Kann man nichts dagegen sagen. So, Kopf ab und. Mann wurde getroffen, ihr werdet alle getroffen. So. Na, komm. Mach deine krassen Raketen, komm. Okay, dann mach deine krassen Raketen nicht. Kick, Punch. Ich finde es so süß, wie sie immer da Punch, wie sie immer da so kicken. So. Zack, zack, zack. Jetzt hat man es auch haben. Und. Aua. Nein, nein. Kannst du hier schön behalten. Und. Hast du wieder. Okay, jetzt sind hier aber alle. Okay, hier, die müssen wir jetzt wahrscheinlich hier abkoppeln, oder? Diese Enterschiffe von den Hangartoren entfernen. So, ist eigentlich voll die gute Idee von denen, diese Dinger. Aber mal abgesehen davon, dass da. Oh. Ich glaube, den Flieger hätten wir noch gebraucht. Mal abgesehen davon, dass man hier sehr gut das Schiff hier entern kann, verhindert man auch so, dass die Gegner rauskommen. Ist echt eine geile Erfindung, Leute. Muss man den hier schon lassen. Gut, bevor wir uns im nächsten Part dann um weitere tolle Erfindungen kümmern, machen wir einen kleinen Cut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.